So, damit herzlich willkommen und willkommen zurück zu Map Nummer 2 zwischen Würzburg und Kick Esports Club. Die Polen 1:0 in Führung und dürfen jetzt auf der CT-Seite anfangen. Wir schauen uns an, wie die Portugiesen auf dieser Map aussehen. Das hier der Map-Peak von Virtus.pro. Schneller Push in Richtung Dropper, das ist mittlerweile normal geworden für die First Round. Sehr schwer aufzuhalten für die CTs. Tess lässt sie auch erstmal durchlaufen. Snakes bleibt nichts anderes übrig, als in der Mitte erstmal unten zu bleiben. Wird umlaufen. Und es geht jetzt vielleicht Mitte raus. Tess nochmal. Schöner zweiter Frag von Tess. Und das wird nicht einfach für Nox, sich hier zu verteidigen. Bialy hat ihn. 1:0 für Virtus.pro. Lass mal Pascha. Hat die Maus vielleicht fallen gelassen. Snacks hat sich eine Pumpgun gegönnt. Sicherlich an einigen Positionen hier einsetzbar. Der ist ordentlich überrannt worden. Das ist nicht ungefährlich, denn wenn die Dropperposition fällt, dann könnten die B-Spieler ein echtes Problem bekommen. Bialy. Oh, Nummer 2 hat auch nicht mehr gesessen. Pascha. Schöner Headshot von Pascha. Schönes Spray Control. Da verlässt es ihn ein bisschen. Müsste eigentlich nicht nochmal rumgehen. Hätte auf seine Mates warten können. Und so kostet diese Runde schon mal viel Geld. Und noch ist sie nicht vorbei. Mut hat durchaus die Gelegenheit. 1 gegen 2, wenn er einen überrascht, dann könnte das hier noch gefährlich werden für die Polen. 45 Sekunden sind auch noch durchaus genug, um Richtung A zu kommen. Aber die Wege hier sind recht weit, also kann er sich nicht so viel Zeit lassen. Durch Richtung Spot. Neo hat es angesagt für seinen Mate. Kann sich das Duell auch suchen. War eigentlich fast drauf. Kleinen Ticken weiter links. Dann hättest du ihn leicht erwischt. Bombgun. 2:0 für Virtus.pro. Aber die gelegte Bombe, die reicht dann definitiv, um nächste Runde zu kaufen. Und sie haben den Polen eine ganze Menge Schaden zugefügt. Da werden wir jetzt sicherlich die ein oder andere Farmers dann doch sehen. Na, reicht gerade so. Man kann sich gegenseitig versorgen. Pascha hat lieber M4 gekauft. Dafür kein Equipment. Killdream an B. Nochmal die Flash hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Snacks fühlte sich sogar gezwungen, noch Richtung Switch zu verschieben. Und es fällt sein Mate in der Mitte. Und das ist für Virtus.pro eigentlich kaum noch zu halten. Jetzt muss Kick sich nur eine Seite aussuchen und durchbrechen. Mut wird vorgeschickt. Noch
haben sich die Portugiesen nicht entschieden. Flash war nicht so erfolgreich. Snacks jetzt aufgeflogen. Aber Virtus Pro hat den richtigen Riecher gehabt. Hat beide Spieler noch auf A positioniert. Und Test kann ein Double machen. 20 Sekunden, wenn er noch ein bisschen Zeit rausspielt. Aber es geht hier nicht nur um die Zeit. Er muss die Frags vermutlich holen. Ansonsten wird er früher oder später von der Seite gepusht. Killdream hat ihn. 2:1, die erste Runde, die erste Waffenrunde geht an Kick. Und sie schicken die Polen in die Eco und vielleicht sogar in 2. Pascha mit 1:5, Neo mit 1:4. Und das macht doch Laune auf mehr, denn Kick eSports Club zeigt, dass sie hier durchaus in der Lage sind, den Polen gefährlich zu werden. Ja, hier oben im Fenster. Wird er sicherlich nicht mehr so einfach rauskommen. Versucht's nochmal. Und er hat ihn. Und Kick muss das die ganze Zeit im Auge behalten. Test nochmal mit dem Frag. Bialy noch nicht runter. Killdream. Nummer 1. Und da kommt Bialy. 3:1. Virtus Pro holt sich die Runde zurück. Und so viel zu den Ecos. Bialy im Fenster, einfach zu gefährlich offensichtlich. Bialy. Geht down, 4:1. Ich bin gespannt, was die Polen hier machen, wenn es denn darauf ankommt, AWP zu spielen. Eigentlich ein Team, was recht wenig auf AWPs basiert. Verlassen sich lieber, wenn es denn sein muss, auf ihr Rifle können. Nox muss raus aus dem Molly, kann nicht stehen bleiben. 50 MP verloren. Tess. Neo in der Mitte. Muss hier raus. Bialy hat aufgepasst. Die Runde verläuft sich ein bisschen im Sand, würde ich sagen. Nox 30 Sekunden. Die Bombe liegt unten in der Mitte. Da gibt es kaum Möglichkeiten, irgendwo ranzukommen. Neo hat geschossen. Neo, was ist denn hier los? Win. 5:1 zu Virtus Pro. Kicken muss eigentlich nochmal sparen. Und sie entscheiden sich für den schnellen Golbe Mitte, wie es aussieht. Neo kriegt sie rechtzeitig mit. Granate sitzt. Counter-Terrorists win. 6:1.
Verfolgung auf. Und der schnelle Vega scheint hier nicht zu funktionieren. Dash mit einem schönen Double. 7 zu 1. Rushblock funktioniert. Virtus Pro hat den B-Spot gut unter Kontrolle. Versuchen es nochmal Richtung B. Mal schon mit dem Molotow in den eigenen Rücken, damit er nicht so schnell gepusht wird. Alles sehr gut durchdacht, was die Polen hier spielen. Auch die Smokes haben funktioniert. 8 zu 1. Jetzt scheint Virtus Pro angekommen zu sein auf der Map. Und für Kick werden die Chancen immer dünner. Und Killdream hätte die Möglichkeit gehabt, ein bis zwei Leute auszuschalten, wenn doch das verflixte Aiming ein bisschen mehr sitzen würde. 9 zu 1. Und auch in Mut und Killdream wieder umstehen. Machen sie das nicht so deutlich und es reicht auf jeden Fall nicht, um die Runden sich rauszuspielen. Und sie versuchen es weiterhin mit schnellem Spiel, wie es aussieht. Ja. Sind zu voreilig. Gut, jetzt vielleicht die Möglichkeit. Unten in der Mitte, das ist nicht unten, das ist oben im Fenster. Zielt niemand ab. Keine Chance, Neo muss aus der Smoke rauslaufen und wir alle wissen, was das für ein Riesennachteil ist. Wenn jemand dahinter steht, passiert. Killdream. Jetzt lassen sich die Polen picken. Das wäre die Möglichkeit gewesen für Snacks. Da standen zwei hintereinander. Unter Umständen wäre es genug gewesen für ein Double. Aber aus dem Sprung direkt mit der AWP zu treffen, verliert einiges in Genauigkeit dann. 2 gegen 3 Situation. Snacks, aufgepasst. 2 gegen 2. Jetzt ist es plötzlich wieder möglich für die, Polen. Die Portugiesen müssen hier ganz vorsichtig sein, defensiv bleiben und dann möglichst im Kreuzfeuer gleichzeitig schießen. Da schon drüber, wirkt nicht so wirklich. Und Tess sitzt an der Bombe. Er sitzt an der Bombe und er fused durch. 10 zu 1. 2 gegen 5 Situation hat Virtus Pro hier rausgespielt. Und das ist sicherlich ein herber Schlag für die Motivation von Kick Esports Club. Da wäre die Möglichkeit drin gewesen. Endlich die Runde, die uns vielleicht voranbringt. Und dann passiert sowas. Tja, und dann haben es die Portugiesen auch nicht verdient, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Denn das hätte man rausspielen können. Aber neuer Versuch, wieder 2 gegen 5. Diesmal haben sie Killdream noch vor B. Pascha hat's gehört, müsste es für seinen Mate eigentlich ansagen können. Nummer 1. Nachdem was gerade passiert ist, würde es mich nicht wundern, wenn Virtus Pros nochmal versucht. Aber den A-Spot anzugreifen wird noch schwieriger. Bro, sicher.
Da kommen sie nicht mehr ran. Keine Chance. 10 zu 2. Doppel-AWP bei Virtus Pro jetzt. Also ganz klare Antwort der Polen. Wenn wir uns schon zeigen und eventuell riskieren, gepickt zu werden, dann doch lieber mit der AWP. Das ist Track Nummer 1. Bombe schon mal down. Neo ausgeschaltet. Pasha an B. Und Viali wurde schon gespottet, wie es aussieht. Das ist gar nicht so einfach für Romy da rauszupicken, denn die Fenster sind relativ kugelsicher. Und Viali, der macht das so gut, tänzelt da um die Säulen rum. Und gegen 4 auf B rauszugehen. Chancen stehen schlecht, aber es hat niemand den Spot wirklich im Blick. Virtus Pro schließt es schon langsam aus. Mitte ist auch dicht. Sie können sich natürlich nicht hundertprozentig sicher sein. Und Race ist durch und ich glaube, da hat er ihn gesehen. Hat er den Kopf gesehen? Jawohl, er hat Pasha entdeckt. Pasha macht einen Headshot. 11 zu 2. Und das hat Kick eigentlich eine Menge Geld gekostet, aber sie können trotzdem nochmal kaufen. Gelegte Bombe, 2200 kommen rein. Killdream muss natürlich gucken, was er sich leisten kann. Eventuell könnte eine gelegt werden. Ja. Haben sie gut zusammengespielt oder zusammen organisiert ihre Waffenwahl. Nox muss deswegen ein bisschen verzichten auf Equipment, aber wenigstens haben alle 5 Spieler Waffen. Mut hat schon einen Hit bekommen. Noch Nox down. Ziemlich offensiv, was Pasha da spielt. Gildrim mit Mühe und Not. 40 AP noch. Jetzt müssen die Polen schauen, dass sie sich das nicht noch aus der Hand nehmen lassen, die Runde. Oh, Snacks. Sehr geduldig, wie er abgewartet hat. Kill Dream. 1 gegen 2. Aber er muss natürlich an der AWP von Snacks vorbei und Biali mit seiner AK. Oh. Snacks hat sich da ein bisschen zu sehr auf den gestellt. Terrorist win. 12 zu 2. Schade, schade für die Jungs von Kick. Da wäre mehr drin gewesen. Aber Virtus Pro alles in allem natürlich stärker hier auf der zweiten Map. Und da ist das auch verdient soweit. So, ein letzter Versuch nochmal schnell Richtung B-Spot. Klar, mit den ganzen Pistolen möchte man natürlich irgendwo in den Nahkampf kommen. Pasha. Boah, Pasha ordentlich im Gefecht. Das ist nicht so einfach, den Überblick zu behalten. Neo ist da schon von hinten dran, ist auch nicht gepusht. Und 13 zu 2. Halbzeitspielstand spricht eine deutliche Sprache. Eins ist klar, wenn Kick Esports Club hier die erste Runde verliert, dann ist es das mit recht großer Wahrscheinlichkeit gewesen. Wie gesagt, Virtus Pro natürlich mit 1 zu 0 vorne. Bedeutet, wenn die Portugiesen diese Map verlieren, dann haben sie auch das ganze Match verloren und müssen über das Lower Bracket es nochmal versuchen. Aber noch ist es nicht so weit, noch haben sie die Chance. Virtus Pro auf der T-Seite braucht nur 3 Runden. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die Chancen für Kick stehen recht schlecht. Aber die First Round
Wird das Sprawl dann nicht mit allen Spielern über Dropper gepusht? Jali. Ah, oh, das hat ein bisschen gedauert. Pascha ist rauf auf den A-Spot. Das hat genug Ablenkung verursacht, dass Snacks die Bombe auf B legen konnte. Und sie haben es jetzt erst mitbekommen, dass die Bombe auf dem anderen Spot ist. Ja, und Snacks hat eine All-In-Position. Und willst du mir erzählen, dass Snacks noch nicht gesehen wurde? Jetzt geht's aber los. Riss ist da ordentlich rumgehüpft. Also 13 zu 3. Die First Round für Kick hält sie zumindest nochmal im Spiel. Snacks hat natürlich auch versucht, möglichst lange sich nicht entdecken zu lassen, in der Hoffnung, dass die Zeit noch reicht. Also, dass die Bombe hochgeht, auch wenn er draufgehen sollte. Richtung Switch. Wenn Neo den ausschaltet, dann hat er sich eine Waffe ergattert. Da liegt natürlich eine M4, die ist ihm lieber. Und was viel wichtiger ist, er hat den B-Spot abgeschnitten von den beiden Kickspielern. Und Neo. Ja, was soll man dazu sagen? Starke Runde vom polnischen Spieler. 4x Runde dicht. Virtus Pro hier kurz vor den Sieg geschossen. Die Jungs aus Portugal, sie sind jetzt sicherlich etwas geknickt, was das angeht. Kaufen was geht. Einmal Scout, viermal 5-7. Und Virtus Pro scheint hier nichts abzuwarten. Es scheint direkt loszugehen Richtung B-Spot. Hier Dream. Zweiter Frag wird ihm nicht gegönnt. Und jetzt? Ist das eine Pause? Ist das ein Lag? Was ist hier los? Könnte natürlich in irgendeiner Art und Weise eine Pause sein. Server scheint noch zu funktionieren. Zumindest kriege ich noch keine Disconnect-Nachricht. GoTV Reconnecting. Oh, Leute. Das muss doch nicht sein. Das muss doch nur wirklich nicht sein. Ich versuche nochmal neu zu connecten, aber es könnte natürlich bedeuten, dass das Spiel vorbei ist. Oh oh. Und ich glaube. Ja, wir haben es verpasst. Schade, schade, schade. Dann kann ich nichts machen. Ich kann euch nochmal die Stats zeigen. Gucken wir nochmal rein. Das war das Ergebnis der ganzen Geschichte. 16 zu 3. Virtus Pro hat gewonnen und leider, leider haben wir es verpasst. Es tut mir leid, ich kann nichts daran ändern. Der GoTV hat sich irgendwie noch verabschiedet in der letzten Runde, in den letzten zwei Runden. Killdream 17 zu 18 hat ganz gut noch gegengehalten, aber gegen die Polen war hier nichts mehr zu holen.
Damit gewinnt Virtus Pro 2:0 nach Maps gegen die Jungs von Kick. Die müssen es über das Lower Bracket nochmal versuchen, haben natürlich auch wie alle anderen Teams eine zweite Chance. Und für Virtus Pro heißt es weiter übers Winner Bracket. Und da werden sie sich dann mit den Jungs von Titan messen müssen. Die haben ja 2:0 gegen Orbit gewonnen, das haben wir vorhin gesehen. Und damit geht ein Tag für mich zu Ende. Ja, macht's gut, ich verabschiede mich von euch. Und freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Am Wochenende findet statt das Acer A-Split Invitational. Und das werde ich größtenteils zusammen mit Slivo für euch übertragen. Morgen ab 13 Uhr geht's los. Und dann das ganze Wochenende mit, unter anderem mit Alternates neuem Lineup. Da sind wir mal gespannt. Viele deutsche Teams dabei. Schaut bei uns auf der Page vorbei, wenn ihr die Coverage euch nochmal vorher genüsslich zuführen wollt. Und dann sehen wir uns morgen zum Acer A-Split Invitational. Macht's gut, schlaft gut, gute Nacht und bis dann.